Das hätte locker funktionieren müssen. Ich könnte natürlich auch da den Alternativpfad nehmen, aber... So. So, das hätte eigentlich gerade von Anfang an funktionieren müssen. So, das ist aber nicht das, was ich suche, ne? Oh, eine Note. Warte, ist es, weil ich... Ich muss nochmal die Beschreibung lesen. Aber kannst du bitte... Eben du einen der Herausforderungsakte in Akt 1 oder 2. Ja, kein Wunder, dass da keine angezeigt werden. Mach ich das richtig? Der Name war grün und ich hatte da keine Completion, also... Wenn nicht, hole ich mir jetzt hier trotzdem den S-Rang. Oder versuch's zumindest. Das hast du mir beim ersten Mal nicht erklärt, ne? Also noch sehe ich die Challenge nicht. Warte, ich kann auch einfach den Stick runterhalten und dann zählt das? Das wäre unglaublich praktisch. Ja, ein Leben. Da hätte ich einen Sternenring kriegen können. Das hätte ich locker hinkriegen können, aber ich drücke natürlich auf Boost und nicht auf A. Und aus irgendeinem Grund hat das nicht funktioniert. Aber ein Sternring, das finde ich okay. Ja, wieso fast... Nee, das funktioniert nicht. So, das war jetzt aber locker ein S-Rang. Instruktion erhalten. Warte, was? Irgendwas stand da gerade mit Herausforderung, aber... Nee, da beende ich das Spiel, aber... Oh Gott, was? Ach, da kann ich auch noch extra Leben kaufen. Das ist vielleicht interessant, weil der Rest irgendwie nicht so interessant aussieht. Aber was ich eigentlich haben will, ist... Oh, hey.
Ja, schön. Dein Tornado ist ja auch kacke. Abgesehen davon, welchen Tornado meinst du? Tornado 1 oder Tornado 2? Hä? Warte, was ist hier oben? Ein der Herausforderungsakte in 1 oder 2? Warte, was, da stand gerade was. In Green Hill wartet eine Herausforderung. Left. Warte, Left. Ah. Irritier mich nicht. Kann ich bitte Level verlassen? Ich verstehe gerade nicht, wie das hier funktioniert. Hier ist eine ungespielte Herausforderung. Moment, wenn ich hier... Aber das hier habe ich schon. Ich versuche mal... Warte, das ist der Sammlungsraum, nicht... Eine Infokapsel, so. Über Boss-Tore. Boss-Tor-Schlüssel. Schließe einen Herausforderungsakt in Akt 1 oder 2 ab, um einen Schlüssel zu erhalten. Ja, aber... Moment, was? Muss ich die ganzen Herausforderungen spielen? Das finde ich nämlich nicht gut. Wobei es auch bedeuten würde, dass das, was ich vorhin so gemacht habe, nicht komplett sinnlos war. Eigentlich muss ich doch nur einen. Wieso ist dann... Okay, das klingt noch halbwegs machbar. Aber eigentlich müsste doch einer reichen. Oh, Super Sonic Racing. Ich lasse es ja schon. Aber manchmal muss ich einfach. Wobei ich nicht mal weiß, aus welchem Spiel das genau ist und... Weiß nicht. Gott, die Saltos muss ich aber auch noch besser machen. Aber ansonsten war das hier gerade eigentlich ziemlich easy. So, jetzt... Da war das doch nicht ganz so falsch, was ich gemacht habe. Das wäre auch doof, wenn man alle abschließen müsste, dann würde ich nämlich heulen. Bei ein paar von den Herausforderungen werde ich auf jeden Fall hassen. So, jetzt muss ich... Ah, ich habe es hier mit nur einem einzelnen Ring. Oh Gott, nein. Ich glaube, sowas gab es in Sonic und der schwarze Renner, und das war richtig doof.
Was ist mit Amy? Was muss ich da machen? Ich habe das Gefühl, das wird schrecklich. Hä? Hä? Ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Boah, geh bitte weg. Es gibt 5 von den Challenges, also... Vor allem, da müsste ich doch hier eigentlich den... Key schon erreichen können. Da. So, jetzt muss ich nur noch... Da ist ein Raum mit einem Badnik. Komme ich da hin? Nein, das ist nicht richtig. Was macht die Knuckles Challenge? Warte, spiele ich jetzt wirklich als Knuckles? I'll handle the treasure hunting. Press the Y button when you need me. Team up with Knuckles to find buried metal. Leave it to me. Knuckles will dig up the ground and find them for you. Okay, was? Klingt machbar, aber was? Da gefiel mir doch die Knuckles-Sektion in den Sonic Adventure-Spielen besser. Die haben wenigstens wirklich eine Schatzsuche draus gemacht. Oh, Jackpot. Oh Mann. Boah, wenn man dazu sagen muss, dass die Knuckles-Sektionen teilweise nerviger waren im Adventure. Also sagen wir es so, ich musste, für diejenigen, die das Let's Play von Sonic Adventure 2 nicht gesehen haben, ich habe bestimmt eine halbe Stunde im Pumpkin Hill Zone verbracht und habe seitdem Ohrwurm von diesem Rap-Lied, das im Hintergrund läuft. Und das war richtig doof von mir. Ich dachte, ich könnte darüber. Aber ich glaube, man verliert hier keine Leben, weil das hier eine Herausforderung ist und kein richtiger Akt. Kannst du bitte? Können die vielleicht bitte nicht verschwinden, wenn ich da in die Nähe gehe? Das irritiert.
bekommen. Ich stand direkt daneben. 8 Stück noch. Da ist ein... Oh, nee, das ist kein Sternring. Das sind nur 10 normale Ringe. Oh, nee, die Uhr lassen wir mal in Ruhe. Bitte was? Aus Mücke war da so ein Teil. Ich bin kein großer Freund davon, wie Sonic teilweise Ringe nicht aufsammelt, wo er neben steht. Ich habe das Gefühl, man darf in Sonic-Spielen eigentlich nichts machen, was nicht beabsichtigt ist, wenn man dann einfach rausfliegt. Das habe ich eigentlich bis jetzt bei jedem Sonic-Spiel gehabt. Obwohl nicht bei Sonic der Schwarze Ritter, aber das ist auch so vorgegeben, was den Pfad betrifft, das wäre auch da ehrlich gesagt ein bisschen seltsam, wenn es so wäre. Das wäre dann enttäuschend. So. Ach, da kommst du jetzt nicht drüber, oder wie? Unsichtbare Wand.